Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sorbetin und heute geht's in der PSL gegen den guten It's Phil Yu-Gi-Oh! Mal gucken, wie das ausgegangen ist. Also der gute Phil hat angefangen mit der mythischen Tomate, hier swappen mal unser tolles Ding hier. Ich habe natürlich Pot of Greed gezogen, habe hier meinen Überläufer verschwendet, weil ich konnte ein bisschen Damage machen, das hat mir halt geholfen. Er kriegt seine Tomate zurück, ja, was willst du machen, ne? Dann spielt er dieses tolle Ding hier, was ihn Karten ziehen lässt. Aber ich hatte nicht gebaut, das ist einfach. Ich kann so beide Angriffe aufhalten, das ist ganz nice. Dass ich quasi da drüber rennen kann. Ich ziehe jetzt mal zwei Karten. Kann dir nicht viel bringen. Aber ich habe zumindest meine Chaos-Monster diesmal. Ich baue jetzt mein eigenes Monster, damit er das nicht crushen kann. Ich habe genau die Death, die das aufhält, damit ich kein Damage fresse. Und ich habe hier Needles Healing, das heißt, wenn er mein Monster crusht, kann ich quasi alle seine Monster crushen, was auch ganz nice ist. Needles Healing einfach so eine gute Karte. Ich wünschte, ich hätte mehr davon. So, und dann bounce er die und dann noch mit den Monster und dann weg damit. Alles weggeräumt. Damit sind wir mega plus gegangen. Ich kann seine Karte banishen. Sakuretsu-Rüstung. Gehen jetzt alle weg. Was willst du machen? Sind erstmal alle tot jetzt. Aber der Magical Head ist schon mal keine schlechte Karte. So, dann setzen wir hier einmal unseren Spirit Reaper, damit wir einfach nicht sterben. Er guckt meine Hand an, mischt den Chaos Force wieder zurück. Hätte man so machen können. Passiert soweit nicht ganz so viel. Ja, der Magical Merchant ist auf jeden Fall nicht schlecht für einen Chaos Deck, weil er quasi uns Monster Engraved bekommen kann. Deswegen spielen noch beide. Ich habe hier meinen Spy. Ich kriege jetzt den nächsten Spy. Das ist schon mal ziemlich nice, denn ich habe mehr Monster auf dem Feld. Er setzt alles, was er hat. Not bad. Ich banische dann auch seinen Tribute of the Doomed. Spirit Reaper greift den Merchant an. Ich kriege wieder ein bisschen was im Friedhof. Ja, sehr, sehr gute Karten, die er hat. Und ja, Spirit Reaper kann natürlich gekampft zerstört werden. Ich bounce ein Monster, Tsukuyomi, flip sein Monster, greife drüber an, damit ich ein bisschen Damage machen kann. Hier kommt Sangan, bounce ich einfach. Witzig ist, hätte ich direkt die mystische Tomate gebounced, dann hätte ich direkt für German greifen können. Nur so zur Information. Guter Spieler auf jeden Fall. Und da ist der Emperor Ring, den er nicht mehr benutzen kann, weil er es ihn selber umbringen würde. Also ich will ihn selber nicht umbringen, aber ich müsste nur ein Monster ziehen, um da drüber zu rennen, um dann für Game anzugreifen, deswegen war das nicht gut. Und er hat kein Yatagarasu. Das ist also doof. Er hat zwar alle Chaos-Monster, aber er hat kein Yatagarasu. Das heißt, er kann halt diese Todeskombo nicht spielen. Und ich suche jetzt quasi hier ein Out für den Chaos Emperor Dragon, was ich nicht besitze. Also ich kann halt nur den Chaos Sorcerer ziehen, der das halt outet. Und ich hätte den Spirit Reaper gebraucht, weil der mich quasi protecten kann vor dem. Das ist ein bisschen doof. Ne? Aber ich habe eine Cyberdose hier liegen. Eine Cyberdose ist eine gute Karte. Denn ich krieg damit so ziemlich alles, was ich brauche. Ich krieg meine beiden Monster, er hat alles gesetzt, deswegen kann ich meine Monster aufsetzen. Er kriegt einen Spirit Reaper, nicht schlimm. Ich aktiviere das Shoot, kann den Chaos Force wegmischen. Und dann habe ich wieder 5 Karten. Mit der Upside kriege ich noch einen mehr. Jetzt hat er wieder 2000 Life Points. Ich habe hier 2 Chaos Sorcerer, Yatagarasu und kann jetzt hier auch auf jeden Fall für Game reinrennen. Denn. Ne, kann ich doch nicht. Der Shiny Angel hält mich auf jeden Fall hier auf. Aber er hat halt nicht mehr so viele Karten im Deck. Das heißt, er hat auch nur noch bedingt Shiny Angels. Das heißt, er müsste jetzt quasi einen Board Trap ziehen und mit 2-6 angreifen. So. Smashing Rod ist schon mal ein guter Anfang. Aber das war's halt schon. Das, was da liegt, ist ein Spirit Reaper. Das weiß ich, aber ich kann jetzt nicht angreifen für Game. Wir sagen, nächstes Game, oder? Pot of Greed und Kaiser Kolosseum ist eine ekelhafte Karte. Ist ja aktuell sogar verboten. Ein Bait-Tor wird mich auf jeden Fall hier richtig baiten gerade. Aber ansonsten setzen wir ein paar Karten. Da passiert jetzt nicht ganz so viel. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr langsames Game. Da kommt die nächste Bait-Tor auf meine Kompuls. Ich nutze zumindest den Valium Bounce eines seiner Monster für seinen Normal Summon. Ob es jetzt viel gebracht hat, ist die Frage, aber ein bisschen was. Ich dachte mir, ich renne jetzt hier ein bisschen für Damage rein. Weil ich dachte mir, wenn da ein Spy liegt, wäre das halt insane. Da hätte ich nämlich den Value bekommen. Aber habe ich leider nicht. Aber so kann ich sein eigenes Nidora quasi zerschießen, damit er quasi einmal weniger hat und er es nicht zurückbekommt. Das heißt, ich habe nur noch Sangan auf dem Feld und er hat auch nichts mehr. Das ist immer ganz gut. Der Kaiser Kursium sagt quasi, dass du nur so viele Monster haben kannst, wie der Gegner hat. Wenn er aber keine Monster hat, kannst du so viele benutzen, wie du willst. Das ist also auf jeden Fall nicht bad.
Und das war ein richtig guter Merchant, der hatte nämlich so viele Karten jetzt in seinem Friedhof. Aber mein Side-Deck ist genau darauf ausgelegt, dass ich quasi solche Karten halt banishen kann, bevor er sie benutzen kann. Also ich banische jetzt quasi 7 Monster von seinem Friedhof. Das ist also meine Counter-Strategie. Ja, was willst du machen? Ich habe halt keinen Access zu meinen Chaos-Monstern, was wieder sehr, sehr schade ist. Und dann geht es quasi weiter, Sangan. Ich hole mir meine Cyberdose, weil ich meine so, die könnte ich mal benutzen. Falls ich eine Situation bekomme, die halt wirklich ausweglos ist, kann ich die halt benutzen. Und ja, der Guard baut das Monster. Und soweit ich das jetzt sehe, habe ich jetzt keine Chance mehr zu gewinnen, denn selbst wenn ich meine Cyberdose setze, wenn das irgendwie Raigeki-Break oder sowas ist, dann bin ich tot. Ich setze hier die Cyberdose, ganz klassisch, weil ich muss sie setzen, aber er muss ja nur ein Out dafür haben. Aber er lässt mir die Cyberdose in meiner Runde aktivieren, das ist natürlich extrem frech. Und ich ziehe jetzt Yatagarasu. Und jetzt wieder auch quasi den Shining Angel, was halt not bad ist. Ne? Ich ziehe nochmal Soul Release, kann ein paar Karten banishen, was halt ziemlich gut ist. Den Chaos Horseshoer banish den Shining Angel. Hab gemerkt, ich kann gar nicht angreifen, war voll dumm. Er hat ja gerade so hier zu machen, hat auch nicht viel gebracht, weil, ganz ehrlich, er hat halt so viele Karten. Da kann ja alles kommen. Ich baue jetzt immer ich flippe jetzt meinen eigenen Chaos Horseshoer, damit er mit Smashing noch die Karten nicht crushen kann. Das war so der Plan dahinter. So, jetzt greife ich den Monster an. Es ist nur das Lichtmonster. Und er braucht halt noch ein Dark Monster im Friedhof. Das sollte nicht so schwierig sein. Er crusht jetzt hier meine Trap-Karte. Er hat jetzt ein Dark Monster im Friedhof. Hat Chaos Enddrachen. Ja. Gibt schon einen Grund, warum die Karte so lange auf die Bandits gewesen ist mit dem Effekt. Und das hier ist übrigens das Duell. Jetzt müssen wir einfach mal glauben, denn das Replay, warum auch immer, nicht lädt, das habe ich verloren. Das bedeutet, es ist eine weitere Niederlage in dieser wunderbaren PSL. Falls ihr euch fragt, warum ich euch mein Deck nicht gezeigt habe, es hat sich zum letzten Mal nicht verändert. Ich habe von Ancient Sanctuary keine einzige Karte reingepackt. Aber das war's schon fürs heutige Video. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da lassen für den Channel. Und sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann oder rein. Ciao, Leute. Ich sag's immer.